Hallo Freunde zu diesem Video. Es ist ein brisantes Video, weil es geht um wirklich viel. Österreich, ja, da wo übrigens der Rachtak Österreicher herkommt, richtig, der Deutschland schon mal in eine Diktatur geführt hat, da gibt es jetzt erste Anzeichen für mehr als ja, Faschismus, sondern hier bahnen sich Dinge an, die geschichtlich, historisch einmalig sind. Ja, um was geht es? Der Führer, der Kurz, hat beschlossen, sie wollen jetzt einen Lockdown machen, einen dritten Lockdown nach Weihnachten. Und dann darfst du dich frei testen. Ansonsten musst du eine Woche länger warten. Nur mal zur Erinnerung, wir sind nicht in Quarantäne. Das ist ein Lockdown. Und aus Quarantäne kannst du dich freitesten, aber nicht aus dem Lockdown. Abgesehen davon, dass das Verfassungsgericht ja schon bestätigt hat im Sommer, dass das Ganze verfassungswidrig ist. Aber es interessiert ja keinen. Gut, also gehen wir mal trotzdem der Annahme nach, das passiert so. Was verfassungswidrig ist, was strafbar ist, dafür gibt es eigentlich Knast. Aber lassen wir das mal so stehen, nicht wahr? Auch in Deutschland gilt das Gleiche, weil, Leute, Freunde, das ist in Deutschland genau das Gleiche. Nee. Weil da geht es um Impfung. Auch in Österreich wird es um Impfung gehen. Bekommt dann jeder, der geimpft oder sich freigetestet hat, eine Armbinde, vielleicht in Gelb, oder vielleicht auch einen schönen gelben Stern, dass er sich freigetestet hat? Damit man gleich von Weitem sehen kann, ach, das ist einer der Guten. Dieses Mal machen sie es nur umgedreht. Nee. Früher waren die Bösen die man markiert hat. Heute sind die Guten markiert. Wobei die Bösen waren damals auch markiert. Die hatten nämlich so kleine Abzeichen. So rot, weiß, schwarz. Ne? So ähnlich wie die Antifa übrigens. Ne? Auch so schöne schwarz, weiß, rot. Da denken die wenigsten dran. Oder wollen sie es weitertreiben? Sind wir schon so weit in der Bibel angekommen, dass die Offenbarung wahr wird? Ist es dann das Zeichen der Impfung, dass du eine Impfung hast, dass du ein Malzeichen auf die Stirn kriegst oder auf den rechten Handrücken? Davon sind wir übrigens nicht mehr so weit entfernt. Und ob ich jetzt einen Chip in meinem Handrücken oder ein Zeichen oder irgendetwas in meinem Handrücken bekomme und die Offenbarung wahr wird. Oder ob es einfach nur ein weiterer, eine Markierung, ein gelbes Band, ein gelber Stern oder irgendetwas anderes ist. Das wollen wir nicht. Das will keiner. Und ich sage euch eins, liebe Regierenden, ich würde genau überlegen, was ich tue. Weil es gibt einen Punkt. Und dieser Punkt ist eigentlich schon erreicht. Weil mehr als 45% der österreichischen und deutschen Bevölkerung, auch die Schweizer, sind bei ungefähr 45%, tendenziell auch vielleicht etwas mehr, die gegen euch sind, die gegen eure Maßnahmen sind und die euch nicht mehr glauben, dass es einen wirren Virus gibt. Übrigens, das ORF hat ja bestätigt, dass der Test nicht unterscheidet zwischen Grippe und Covid-19. Vielleicht testen wir die ganze Zeit Grippepatienten. Aber wenn es in diesem Moment, wo ihr uns markieren wollt, Freunde, dann ist Feierabend. Zumindest sollte es für jeden Christen Feierabend sein. Und jeder Christ sollte aufstehen und dagegen aufbegehren. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Bis die Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Euer Dieter.